90,3% aller Nutzer, die meine Videos schauen, haben mich noch nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn das, was ihr seht, euch gefällt, denn damit unterstützt ihr mich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute möchte ich euch den OP 2000 Sprayer vorstellen, in der Version 1.1. Wir haben 25 Downloads heute, sowie 38 Downloads gesamt. Kommen wir zu der Beschreibung. Die Beschreibung ist relativ ausführlich. Wer sie lesen möchte, einmal kurz pausieren. Des Weiteren haben wir die Änderung Version 1.0.0.1 am 19. Februar um 21.34 Uhr hochgeladen. Wir haben 7 Bilder, dort werden wir einmal kurz reinschauen. Um einen ersten Überblick zu bekommen, was uns erwartet. Ja, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Wir haben keine Videos vorhanden. Credits sind ebenfalls ausgefüllt. Wer sich durchlesen möchte, einmal kurz pausieren. Und die Datei ist 8,2 MB groß. Wir haben 5 Sterne nach einer Stimme. Es wurde sich einmal bedankt, der Mod wird keinmal beobachtet und der User 32 Mal. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze in-game an. Bis gleich. Zurück, wir befinden uns jetzt in Game und werden uns den ganzen Mod einmal in Game anschauen. Er ist unter der Kategorie Werkzeuge und Pflanzenschutz zu finden. Dort ist er für 18.000 Euro ist der OP 2000 zu kriegen. Benötigt werden 22 kW sowie 30 PS und wir haben ein Fassungsvermögen von 2000 Liter und 17 Meter Arbeitsbreite. Und eine Geschwindigkeit von 18 km/h. Wir können uns den natürlich auch mieten für 918 Euro. Wir werden uns den natürlich mieten und schauen ihn uns jetzt erstmal an. Hier steht das gute Stück und ja, was soll man dazu groß sagen, sieht halt sehr alt aus. Einfache Texturen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht viel zu sagen. Zum Äußeren sieht soweit ganz in Ordnung aus. Schauen wir einmal in die Lok rein. Die Lok ist... Wo haben wir den? Ist fehlerfrei. Wunderbar. So. Na, dann haben wir das auch schon erledigt und dann würde ich sagen, steigen wir wie immer in unseren MB-Truck ein. Und werden das Ganze mal aufladen. Und ja, hier einmal ankoppeln. Oha. Erst auf die Seite gelegt. Oh, gut. So, jetzt aber einmal ankoppeln. Und ich habe das hier schon vorbereitet, indem ich Dinger gekauft habe. Und das werden wir jetzt einmal reinladen. So. Es geht auch relativ schnell mit dem Aufladen. Das sieht sehr gut aus. Geht sehr schnell. Wunderbar. So. 2000 Liter sind drinne. Und dann können wir ab zum Feld fahren und ich habe uns extra hier was vorbereitet und zwar, das Feld hier muss gedüngt werden. Und ja, dann würde ich sagen, drücken wir einmal X und klappen das ganze Stück auf. Das geht ebenfalls relativ schnell. Wir können natürlich mit der Maus, mit der linken Maustaste hoch und runter bewegen, um die Höhe zu ändern und sonst mit B können wir die ganze Maschine starten und dann geht es auch schon los. Und wie auch im Text steht, sind wir mit 18 km/h unterwegs und das funktioniert alles einwandfrei. So, wunderbar. Und ich würde sagen, das war's auch für diese Mod-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Lust bekommen habt, den Mod selber zu spielen, der Link zum Download des Mods ist in der Videobeschreibung. Runtermachen, ins Spiel reinpacken und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.